deutschen Meisterschaften im Wocklum gehen am Samstag in die entscheidende Phase, bevor es am Sonntag zum Finale kommt. Zahlreiche Prüfungen stehen noch an mit sportlichen Höhepunkten, sowohl in der Springarena wie auch im Dressurstadion. Hier werden die ersten Fahrkarten für die Olympiade in Brasilien gebucht werden. Die deutsche Dressurelite geht an den Start. Doch nicht nur sportlich ist einiges los. Die Nacht der Show steht am Samstag noch bevor, mit Lorenzo. Er ist auf allen großen Turnieren zu finden und das zeigt gleichzeitig, welchen Stellenwert das Wocklumer Turnier inzwischen erlangt hat. Da ist unser großes Highlight Lorenzo, den man auch kennt aus der Showszene bei der Equitana, bei allen wichtigen, größten Show-Rahmenprogrammen dieser Welt schon aufgetreten. Er ist wirklich eine Diva unter den Show Acts und kommt mit 18 Pferden hier angereist aus Frankreich. Und wir sind alle sehr gespannt. Es ist ein großer Auftritt und ich hoffe, dass er sich hier tatsächlich auch so präsentieren kann und viele Menschen kommen, um ihn zu sehen. Neben natürlich all unseren anderen Schaubildern, die wir noch haben. Also ich denke mir, dieser Showabend ist wirklich eine Extraklasse in diesem Jahr. Also wir haben uns da echt sehr bemüht. Da nicht nur direkt am Turniergelände geparkt wird, werden Shuttlebusse eingesetzt. Diese werden auch lange genug fahren. Wir parken ja auch wieder zum Beispiel bei dem ehemaligen Kruse- bzw. Stockmeier-Gelände und an der Ballower Höhle. Die Shuttlebusse, die da eingesetzt werden, werden auch lange genug fahren. Es muss also keine Angst haben, dass sie vom Gelände nicht wegkommen. Das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis für unsere Besucher. Dass also die Busse mindestens noch eine Stunde bis Veranstaltungsende fahren werden. Am Samstag heißt das dann, wenn um 23 Uhr die Veranstaltung zu Ende ist, fahren die Busse auf jeden Fall bis 24 Uhr.